Hallo und herzlich willkommen zum neuen Part der Die Themen heute, die ich gerne besprechen würde, sind einmal Custom Games Turnier, was jetzt wieder kommt. Dann das gute und alte Stream-Projekt, was halt letzte Woche nicht gestartet ist. Call of Duty, Black Ops, Cold War und noch andere Sachen, darunter auch eine Wette halt mit dem Custom Games Turnier. Das erkläre ich alles im Laufenden. So, am Anfang würde ich gerne anfangen mit Call of Duty Cold War. Und zwar ist eine Abstimmung ja gewesen auf dem Discord. Da haben alle abgestimmt. Also ja, ich nehme jetzt mal mich aus der Wertung mit raus. Ihr seht ja jetzt 7 Dislikes, 3 Likes. Beim Dislike und beim Like müsst ihr mich einmal rausnehmen und bei dem Dislike einmal den guten eSport Ninja, der hat bei beidem abgestimmt und der geht beim Dislike raus. Dann sind wir sowieso Marum 2 versus 5. Und das bedeutet rein theoretisch, es wird kein Code for Let's Play kommen. Und so, das habt ihr im Discord abgestimmt, aber ihr könnt auch gerne zusätzlich nochmal in den Kommentaren unten schreiben, wollt ihr jetzt ein Code for Let's Play sehen oder wollt ihr keins sehen? Ich richte mich nach euch, nach der Entscheidung der Community. Sagt ihr ja, dann bringe ich es noch. Sagt ihr nein, dann bringe ich es nicht. So, das wird dann halt nächste Woche, werde ich dann das richtige Endresultat dann rausziehen. Ja, dann kommen wir zum, ja, ganz kurz zu Watch Dogs, weil ja das Stream-Projekt war. Watch Dogs ist diese Woche jetzt nicht gekommen, weil ich jetzt halt das gerne im Dezember planen wollte. Watch Dogs sollte jetzt eigentlich zu Dezember kommen und das wird jetzt auch kommen. Das heißt, am 14. Dezember wird es ein Cold War Stream geben ab 16 Uhr. Eventuell auch früher. Da muss ich jetzt schauen, nachdem, wie ich von der Schule nach Hause komme und so. Ja, das auf jeden Fall ab 16 Uhr. Das ist schon mal safe dann. Ja, dann kommen wir zur nächsten Sache. Und zwar hab ich ja schon am Anfang gesagt, und zwar Custom Games Turnier. Und zwar habe ich vor. Das ist halt so, das wird auch so kommen. Am Ende des Jahres, ab dem 31. Dezember, ein Custom Games Turnier zu machen. Und zwar nicht ein normales Custom Games Turnier, sondern mit einem richtig fetten Preis geht. Wir sprechen hier mal von 100 bis 150 Euro Custom Games Turnier. So, 100 Euro sind so gut wie safe im Lostop, wenn wir bis Ende des Jahres 400 Abonnenten knacken. 150 wenn wir 500 Abonnenten bis Ende des Jahres knacken, weil ich mit dem guten, lieben Atomic Plays eine Wette am Laufen habe. Und zwar, die beschließt sich in Folge darauf. Knacke ich bis Ende des Jahres 500 Abonnenten, das ist halt noch ein Monat jetzt, rein theoretisch, knacke ich bis dahin noch die 500 Abonnenten, gibt er mir 50 Euro, die gehen halt ins Custom Games Turnier rein, das sind dann noch 150. Und knackt er auf seinem Twitch-Kanal AtomicPlays_live, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, bin natürlich auf Ehrenmann-Move an der Stelle. Wenn er bis dato 200 Follower kriegt, muss ich ihm 50 Euro geben. Da ich weiß, dass es bei mir hochgesetzt ist, weil wir unter 300 Abonnenten sind, unter halt genau 295 im Moment, also laut Samstag der Aufnahme um 16:08 und so, weiß ich, dass es halt auf YouTube leichter ist als auf Twitch. Er hat auf Twitch im Moment 75 oder 80 Follower. So, ihm fehlen 120, mir fehlen hier mal Daumen 300. Also ja, ich denke mal, es wird so sein, dass es machbar ist, halt für beide, weil Twitch ist schwieriger als YouTube. Das wissen mal, glaube ich, alle. Deswegen halt so. Das liegt halt an euch, wie ihr es je nachdem wollt. Wollt ihr ein 100 Euro Custom Games Turnier bei 400 Abonnenten? Das, was safe ist, sonst wird eins wird sowieso kommen, das ist safe, aber wie viel Preis gibt, würde ich dann individuell entscheiden. Oder wollt ihr bei 500 Abonnenten ein 150 bis 200 Euro Custom Games Turnier haben? Und ja, 200 Euro. Und das wäre mal rein theoretisch Geld, was man gut gebrauchen könnte und so. Ja, da kommt dann halt immer je nachdem drauf an, wie ihr das packt. Ihr seid Community, wenn ihr es wollt, dann könnt ihr das halt gerne erreichen, indem ihr halt wirklich alles teilt und sonst was macht. Also teilen, abonnieren, liken braucht ihr eigentlich gar nicht mal so. Auf jeden Fall rein so scheiße nur teilen und abonnieren, damit das halt ist. So, ich werde dann jetzt auch
die nächsten Tage halt so, ist ja jetzt morgen halt auch das Galactus Live Event. Da werde ich auch schon mal den Titel dann reinschreiben, Custom Games Turnier kommt und so. Und da werde ich dann auch so machen. Wenn wir bis dato die Abonnenten erreichen, dann wird das Custom Turnier kommen. So oder so wird ein Custom Games Turnier kommen. Eventuell werde ich mal zwischendurch ein Custom Games Turnier nochmal machen. Für eine Woche, für 20 Euro oder sowas. Das schaue ich halt je nachdem, wie es ist. Und so. Und ja, es kommt, liegt jetzt immer an euch dran. Und ich hoffe mal, ihr habt darauf Bock. Auf Insta wurde ja abgestimmt, für die Leute, die auf Insta waren, wurde ja abgestimmt zu 63% oder sowas, glaube ich, dass ich gewinne. Da sage ich schon mal ein Dankeschön dafür. Bei dem guten Atomic Place auf Insta war es unentschieden, wo ich geschaut habe. Und ja, deswegen, es liegt halt an euch, ob ihr es wollt oder ob ihr es nicht wollt. So, daran richte ich mich mit euch halt, weil es alles mein privates Geld ist. Es ist nichts, was ich von YouTube verdiene und so. Es ist einfach mein komplett privates Geld. So, ja, aber dann kommen wir halt noch zu anderen Sachen, die rein theoretisch auch noch wichtig ist. Und zwar ist es rein theoretisch jetzt so nochmal der Upload-Plan und so. Und nochmal der Streaming-Plan, wie es damit jetzt ist. Auf jeden Fall. Nehmen wir es so. Montag haben wir ja heute schon, ist ja die Uptime-News, also wo ihr es seht. So, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags kommt Marvel's Avengers. Ich versuche, dass Freitag diesmal eine Episode kommt. Versprechen kann ich es nicht ganz und so. Und ja, dann kommt es montags kein Stream, also heute ist kein Stream. Morgen, den Dienstag, ist der Fortnite-Stream ab 16-17 Uhr, wo wir nochmal Reactions auf den guten Zerger machen, Reactions auf den guten Best iPad Gamer und uns sonst noch andere Sachen anschauen. Einfach so eventuell mal live, halt noch die ganzen Live-Events, die bis jetzt alle waren, mal Revue passieren lassen und so. Können wir ja auch mal machen. Das ist halt dann, ja, da ist ein bisschen ein kleines Programm. Da wird es sowieso auch sein, jeder Abo eine Minute länger. So, halt, je nachdem, wie es halt ist. Der Stream ist geplant bis 23 Uhr und so, und ihr könnt jetzt dann schauen. Also 23 würde der Stream nach einem Live-Event ausgehen und bis 23 Uhr würde ich maximal machen, weil ich den nächsten Tag Schule habe. Die anderen Sachen werden dann am Mittwoch in einem Stream weitergemacht. Da wird dann ein Fortnite-Stream auch kommen zur neuen Season am Mittwoch, weil da sollte die neue Season rein theoretisch starten. Der Battle Pass geht bis morgen und am Mittwoch sollte die neue Season starten. Da werden wir halt noch schauen, wie es ist. Auf jeden Fall wird es Mittwoch einen weiteren Stream geben und da wird das dann auch, wenn die Bonusminuten draufgezählt, und da wird der Stream dann auch ab 16 Uhr starten. So, am Donnerstag dann, wo normal regulär Fortnite wäre, kommt Among Us. Da das halt vom Dienstag nicht geht, kommt da Among Us. So, dann kommen wir zum Freitag. Da habe ich ja schon gesagt, da ist Watch Dogs am Start jetzt endlich. Das fängt dann endlich an. Und gleichzeitig wird der Samstag und Sonntag wird es kein Stream geben. Sowieso auch nochmal halt so eine Sache, was ich auch umändern werde, ist halt, dass ich samstags kein Rocket League streame. Das habe ich jetzt die letzten zwei Male jetzt nicht gemacht und so. Ja, deswegen, weil ich einfach das Wochenende will ich Zeit haben für ein bisschen private Sachen, Schule lernen, Fahrschule, Videos aufnehmen, für euch Videos schneiden. Dann nehme ich halt mir nur den Montag Stream frei, genauso wie Samstag, Sonntag, und versuche dann halt den Rest der Woche zu streamen. Das heißt, normal wird jetzt immer Rocket League immer mittwochs kommen. So, das rein theoretisch dazu. Ja, ich hoffe, euch haben die Abstimmungen gefallen und so. Ich hoffe mal, ihr knackt eventuell das Abo-Ziel, was bis Ende des Jahres ist. Mal sehen, ob ich eventuell mit dem guten Manu nochmal eine Wette nochmal neu mache. Dass wir dann sagen, wir verlängern das nochmal, dass wir das eventuell bis Februar, bis Februar, März machen oder Januar. Ja, dem halt, weil es ein klapper Zeitraum ist, ist bei ihm im Stream halt so entstanden und so. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und so, Abo wäre natürlich wichtig für das Custom Games Turnier, damit ich sehe, ihr habt Bock auf sowas. Und dann würde ich sagen, haut's rein, Leute. Und ciao.